میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. Es ist eine Nacht, von der man wohl jetzt schon sagen kann, dass es die wohl schlimmste für Paris, für Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Angeblich hat sich der Islamische Staat, der IS, dazu bekannt. La France. Weil Frankreich feige, beschämend und gewaltsam angegriffen wurde, wird es gnadenlos sein gegenüber den Barbaren des Islamischen Staates. Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris. Er meint uns alle und er trifft uns alle. Und deswegen werden wir auch alle gemeinsam die Antwort geben. Das war ein fürchterlicher Versuch, unschuldige Zivilisten zu terrorisieren. Das ist nicht nur ein Anschlag auf Paris und Frankreich, es ist ein Anschlag auf die Humanität und die Werte, die wir teilen. Das ist Krieg, ein heimtückischer Krieg. Das kann auch Ihnen passieren, in Deutschland. Wir sind doch alle betroffen. Jeder kann überall getroffen werden, egal wo und wann. Und vielleicht wird das nun alle dazu bringen, besser zusammenzuarbeiten und zusammen zu kämpfen. Da hatten schon Augenzeugen berichtet, dass in Bataclan, in der Konzerthalle, dass die Täter Al-Aqbar und für Syrien, Syrien haben sollen. Meiner Meinung nach nicht. Das hat gar nichts mit Religion zu tun, eher was mit Bildung und Aufklärung. Und dafür, Religion wird einfach nur missbraucht bei gewissen Menschen. Ich bringe Sie zunächst mal darüber in Verbindung, dass die Attentäter selber diesen Bezug hergestellt haben. Sie haben gesagt, Allahu Akbar, das ist von einigen Zeugen überliefert. Und wenn man diesen Bezug von den Tätern selber hat, kann man das erstmal auch als Muslim nicht abtun. Auf alle Fälle. So wie damals in Indien Gandhi das gemacht hat, mit friedlichen Mitteln, den Weg zum Frieden finden müsste auch dort. Also sollte es einen Reformer geben? Ja, auf alle Fälle. Diese Anschläge haben nichts mit dem Islam zu tun. Es gibt barbarische Mörder, die nutzen die Religion für ihre Zwecke. Sie instrumentalisieren diese Religion und ihre Anhänger sind meist Menschen, die von ihrem Weg abgekommen sind und beim IS ihre Anerkennung finden, die sie in der sozialen, normalen Umgebung nicht bekommen haben. Ja, es wäre schon gut, jemanden zu haben, der die Botschaft des Friedens allen Muslimen und allen Menschen der Welt sendet. Und damit nimmt man auch den Terroristen ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, ja. The fact that all of this is being done in the name of Islam sincerely grieves and pains all true and peace-loving Muslims, because such brutal and inhuman ideologies have nothing to do with the religion whatsoever. Rather, in every way and at every level, Islam's real teachings are of peace and security for all people. If we look at the Holy Quran and also the life and character of the Prophet of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, it becomes clear that the early Muslims never initiated any war or violence. If ever the Muslims took part in a war, it was purely defensive and their only objective was to stop the oppressors from their
cruelty and never assert their own superiority or to resort to injustice. They never sought to occupy lands or nations or to subjugate the people. The life of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, bears witness to the fact that during the early years of his prophethood in the hometown of Mecca, he only ever sought to spread Muslims' teachings through love and affection. However, the Meccan people not only rejected him, but they treated him in the most cruel and merciless manner. He and his followers were brutally persecuted to the extent that under divine command, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, had to travel to leave Mecca and migrate to the city of Medina. But even after migration, the Meccans did not leave the Muslims alone, but instead traveled with a fully equipped army and waged war against the Muslims. It was then that for the first time, on the command of Allah, the Muslims were given permission to fight to defend themselves. The reason permission was granted is clearly stated in chapter 22, verse 40-41 of the Quran, where Allah says that permission for a defensive war was granted because if the Muslims did not defend themselves, then the peace of the entire world would be at risk. The opponents did not just wish to eliminate Islam, but in fact wanted to eliminate all forms of religion from the world. Therefore, the Quran states that if permission was not granted, then no church, synagogue, temple, mosque, or any other place of worship would remain safe. Hence, the Muslims were permitted to fight back, not only to save Islam, but to save religion itself on the basis of the aforementioned verse. In light of this, you can understand for yourself how utterly wrong the so-called Muslims of today are when they claim that it is permissible to kill non-Muslims, to seize their lands, or to enslave them. The reality is that Islam is that religion which has guaranteed the right of every individual to live with liberty and freedom. And Islam is that religion which has guaranteed the right of every individual to live in peace and harmony regardless of their faith or background. And so today, if ISIS or any Muslim government acts against these principles of true justice and equality, then they are doing so only to fulfill their own personal or political interests. Even if they claim to act in Islam's name, the truth is their actions have no link with Islam or the teachings of the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, whatsoever. Muhammad ist der Beste der Propheten. Doch sag nicht, dass niemand nach ihm kommt.